Heute geht es um ein Thema, das wohl für jeden Einzelnen von euch da draußen von Interesse sein dürfte. Wie kann ich einen möglichst großen Teil des weltweiten Aktienmarktes in meinem Portfolio abbilden, und zwar mit nur einem Produkt? Deshalb erkläre ich euch in diesem Video, wie ihr die 1643 größten Aktien auf einen Schlag kaufen könnt. Seid gegrüßt, liebe YouTuber, herzlich willkommen zum neuen Video-Update hier auf meinem Aktienkanal. Das Konzept Aktienfonds erfreut sich nach wie vor sehr großer Beliebtheit bei den Anlegern. Und für diejenigen unter euch, die erstens genau wissen, wie brutal wichtig es ist, in Aktien zu investieren, weil es auf Dauer einfach keine andere Anlageklasse schafft, auch nur annähernd die Rendite zu erzielen, die Aktien schaffen, und zweitens aber so ticken, dass ihr nur möglichst wenig Zeit für die Geldanlage aufwenden möchtet, weil ihr viele andere Dinge zu tun habt, für die habe ich dieses Video aufgenommen. Übrigens, sehr gering kannst du deinen Aufwand auch dann halten, wenn du einmal eine Woche meinen Aktienreport liest. Mehr brauchst du nämlich eigentlich nicht zu machen. Und den wiederum bekommst du kostenlos in deine Mailbox, wenn du einfach in der Beschreibung unten auf den entsprechenden Link zum Aktienreport klickst. So, nun aber kurz und bündig, ihr habt ja wenig Zeit. Die wichtigsten Punkte zum heutigen Thema. Erstens, man unterscheidet grundsätzlich zwischen passiv und aktiv gemanagten Fonds. Passiv bedeutet, der Fonds versucht die Entwicklung eines bestimmten Aktienindex oder auch eines bestimmten Rohstoffes, nennt das Basiswert, exakt 1:1 nachzubilden. Also er versucht nicht besser und nicht schlechter zu sein, er versucht einfach 1:1 die Rendite des Index zu erzielen. Demgegenüber versucht ein aktiv gemanagter Fonds besser zu sein als der Index. Das ist Punkt 1. Punkt 2. In der Vergangenheit hat sich nun herausgestellt, dass es über 80% der aktiv gemanagten Fonds eben nicht schaffen, dieses Ziel zu erreichen. Also sie schaffen es nicht besser zu sein als ihre Benchmark, als der Index. Im Gegenteil, sie sind meist deutlich schlechter. Und erschwerend kommt hinzu, dass es halt im Vorhinein kaum möglich ist, herauszufinden, welcher Fonds tatsächlich es schaffen wird, den Markt zu schlagen. Und weil das eben immer mehr Anleger verstehen und kritisch hinterfragen, kaufen immer mehr auch passiv gemanagte Fonds, sogenannte Indexfonds oder ETFs. Und genau das solltet ihr auch machen. Ein Problem dabei ist, viele ETFs, wie zum Beispiel der DAX ETF, decken zwar relativ gut den ganzen nationalen Markt ab. Im Falle vom DAX ETF sind es die 30 größten börsennotierten deutschen Firmen, die 30 größten Aktien. Und ihr habt damit wirklich eine relativ gute Abdeckung für den deutschen Markt. Aber das Problem ist, dass ihr trotzdem halt ein hohes geografisches Risiko habt. In Deutschland zum Beispiel ist es nämlich so, dass bestimmte Branchen im DAX sehr, sehr hoch gewichtet sind. Im DAX speziell die Automobilbranche mit den ganzen Autobauern und Continental als Autozulieferer. Die machen alleine insgesamt die Branche 15% des DAX aus. Und auch Chemieaktien sind stark vertreten, hier vor allem BASF und Bayer, aber auch Covestro, die machen rund 11% DAX-Anteil aus. Wenn es eben in genau diesen hochgewichteten Branchen schlecht läuft, wie das im Moment der Fall ist, ihr kennt die Problematik wahrscheinlich bei Autoaktien mit der ganzen Diesel-Thematik, aber Elektromobilität, es stehen hohe Investitionen an, große Probleme bei Autoherstellern, aber auch Chemiefirmen haben Probleme. Bayer hat sich mit der Monsanto-Übernahme ein milliardenschweres rechtliches Risiko eingekauft. Das heißt, beide Branchen sind sehr, sehr schlecht gelaufen. Und hinzu kommen noch gewisse strukturelle Probleme in Deutschland. Man hängt bei der Digitalisierung hinterher. Das heißt, wenn ihr jetzt einen ETF kauft, der nur in deutsche Aktien investiert, dann kauft ihr euch halt diese ganzen regionalen Probleme, diese ganzen Risiken mit. Viel besser und vernünftiger oder zumindest risikoärmer ist es daher, wenn ihr einen ETF kauft, der gleich die ganze Welt abdeckt. Gibt es sowas überhaupt? Gibt es. Und zwar gibt es einen Indexanbieter, MSCI, die haben zum Beispiel einen MSCI World ETF. Und in diesem Index sind nun
tatsächlich die 1643 größten Aktien der Welt enthalten. Das ist der Index, nicht der ETF, sorry, ich habe gerade falsch gesagt. Also im Index. Und das Geniale dran ist einfach, wird ein Unternehmen in dem Index wichtiger, steigt automatisch auch die Gewichtung. Aktuell ist zum Beispiel Apple mit 2,2% am höchsten Gewicht, das folgen dann Microsoft und Amazon. Ihr müsst euch dann einfach nie mehr Gedanken machen, was sich gerade am Markt tut, wer hat Probleme, bei welchem Unternehmen läuft es gut, bei welchem schlecht. Das wird alles automatisch angepasst vom Indexanbieter. Und so habt ihr eben die Garantie, dass ihr immer in den bedeutendsten Aktien der Welt investiert seid und das auch noch entsprechend nach Größe gewichtet. Hört sich super an, oder? Und da stellt sich doch vielleicht die Frage, ist wirklich der MSCI World ETF jetzt das ultimative Produkt, das absolut alternativlos ist? Nein, ist es natürlich nicht. Es gibt eben an der Börse immer auch Abos. Es gibt nicht das perfekte Produkt. Kein Fonds ist perfekt. Und was sind diese Abos? A, beim MSCI World ist zwar fast die ganze Welt abgedeckt, aber eben nicht die ganze Welt. Es fällt ein wichtiger Markt und das ist China. Und weil China immer wichtiger wird, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten solltet ihr auf China in eurem Depot nicht verzichten. Mein Tipp daher, es gibt neben dem MSCI World auch noch einen MSCI Emerging Markets Index und in diesem Index ist China besonders stark vertreten, sind chinesische Aktien besonders hochgewichtet. Daher solltet ihr als faule Börsianer zusätzlich zum MSCI World auch in diesen MSCI World Emerging Markets investieren. Der zweite Kritikpunkt ist, dass viele sagen, beim MSCI World sind US-Aktien so hoch gewichtet. Das stimmt, die Gewichtung liegt derzeit bei über 60%. Und das ist aber keine diskretionäre Entscheidung von MSCI gewesen, sondern einfach dem geschuldet, dass US-Firmen in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden sind, sehr erfolgreich waren, insbesondere Technologieunternehmen, und dass entsprechend eben auch die Bedeutung, die Marktkapitalisierung und damit auch die Gewichtung im Index gestiegen ist. Ganz natürliche Entwicklung. Ändert sich das heißt, sind US-Firmen nicht mehr so erfolgreich, dann wird die Gewichtung automatisch auch sukzessive wieder geringer werden. Richtig ist aber natürlich, dass der MSCI World Index kurzfristig schwach tendiert, wenn US-Technologieaktien schwach performen, wie das im Moment ja auch der Fall ist, beziehungsweise in den letzten Wochen der Fall war. Andererseits ist es aber inzwischen so, dass wir eine heftige Korrektur gesehen haben und große Werte, wie zum Beispiel Apple, schon massiv zurückgekommen sind, bei Apple um die 30% vom Hoch, die Aktie verloren hat. Das heißt, die sind auch bewertungstechnisch wieder viel günstiger geworden und insofern ist es mit Sicherheit nicht der schlechteste Zeitpunkt, jetzt in US-Technologieaktien zu investieren. Und hier noch eine Frage, die vielleicht offen ist, was bedeutet nun eigentlich MSCI? MSCI ist New York ansässiger Finanzdienstleister für das Investmentbanking. Und der hat neben internationalen Aktienindizes, bietet der zum Beispiel auch Portfolio- und Risikoanalysen an, entsprechende Tools dafür und betreibt auch allgemeines Research. Was MSCI aber nicht ist, ist ein Indexfondsanbieter. Das heißt, wenn ihr so einen ETF kaufen möchtet, zum Beispiel ein ETF auf den MSCI World, könnt ihr den nicht direkt bei MSCI kaufen, sondern ihr müsst euch hier einen Fondsanbieter suchen. Da gibt es verschiedene in Deutschland, zum Beispiel iShares, die Fondsgesellschaft von BlackRock ist das. Es gibt die Xtrackers Fonds, die gehören zur DWS, Vermögensverwaltungsgesellschaft der Deutschen Bank, oder Luxor zum Beispiel, die zur französischen Société Générale gehören, und es gibt ein paar andere mehr. Für die MSCI Emerging Markets ETFs gilt das Gleiche. Welchen Anbieter ihr da auswählt, ist letztendlich aus meiner Sicht nicht so entscheidend. Die Unterschiede sind relativ gering bei den Gebühren, bei der Performance, bei der Rendite, also logischerweise sowieso, und auch wie die Nachbildung jetzt genau betrieben wird. Manche verwenden hier Derivate, das wird von manchen kritisiert. Manche verwenden keine Derivate. Ich finde das letztendlich unterm Strich nicht wirklich wichtig. Wichtig dagegen ist ein anderer Punkt, und zwar wird bei manchen dieser ETFs, zum Beispiel bei den iShares MSCI World ETFs, unterschieden zwischen sogenannten tesorierenden Fonds, die haben dann dahinter den Zusatz ACC, und zwischen Fonds, die Dividende ausschütten, die haben den Zusatz DIST für Distributing hinten dran.
Und ich würde euch da empfehlen, die tessorierenden Fonds, also die ACC, zu verwenden. Die schütten keine Dividende aus, die legen die Dividende sofort wieder an. Das hat den Vorteil, dass ihr erstens mal die Dividende nicht versteuern müsst und dass ihr auch keinen zusätzlichen Aufwand habt. Ihr könnt den Fonds einfach locker durchlaufen lassen. Und beim MSCI World, beim iShares MSCI World ETF ist es auch so, dass diese Variante, die tessoriert, also die ACC-Variante, auch am meisten Assets under Management hat, am meisten Fondsvermögen hat. Falls du weitere Infos zu ETFs haben möchtest, empfehle ich dir meinen Aktienreport, der jeden Samstag kostenlos in deine Mailbox kommt, indem du einfach unten in der Beschreibung auf den entsprechenden Link klickst. Und falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Abonnieren-Button unterhalb des Videos drückst und vielleicht das rote Glöckchen aktivierst, dann wirst du nämlich automatisch benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online geht. Und das wird der Fall sein am kommenden Sonntag. Dann starte ich eine neue Serie, nämlich geht es da um die verrücktesten Vorhersagen, um die spannendsten Vorhersagen für 2019. Und das erste Video in dieser Serie geht um das Thema, könnte eventuell Apple tatsächlich Tesla aufkaufen? Eine spannende Theorie. Ich würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei wärst im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Euer Andrack.